Es ist ein großes Tabuthema und es betrifft nicht nur unerfahrene Reitschüler. Vom Hobbyreiter bis hin zum erfahrenen Sportreiter können alle davon betroffen sein, von der Angst im Umgang mit Pferden. Angst ist eine von vielen Emotionen, die uns das Leben schwer machen können. Aber auch Verzweiflung, Ärger, Frustration oder Wut sind im Umgang mit dem Pferd weit verbreitet. Sie werden oft nicht thematisiert, weil man sich keine Blöße geben möchte oder weil man nicht weiß, dass man erfolgreich dagegen angehen kann. Als Paartherapeut für Pferd-Mensch-Beziehungen erkennt Bernie Zambal diese negativen Emotionen. Er hilft angstgeplagten Reitern, diese Emotionen zu überwinden und in Freude, Begeisterung, Zuversicht und Neugier umzuwandeln. Claudia Menotti hat Bernie Zambal zum Thema Angst befragt. Bernie, du begegnest bei deiner Arbeit immer wieder Pferd-Menschen-Beziehungen, in denen Angst ein Thema ist und Angst und Unsicherheit ein Thema ist. Wie ist es denn generell? Ist Angst um Pferde ein Problem? Ja, wir haben immer wieder Situationen, wo die Menschen Angst kriegen um die Pferde herum. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was ganz natürlich ist. Wenn wir uns vorstellen, ein Pferd, ein Warmblüter, der irgendwo um 700 Kilo ist, 600-700 Kilo schwer ist, und wenn der dann einmal sich ein bisschen anspannt und groß macht, könnte man schon ein bisschen Angst kriegen. Und die Angst so ist etwas, das da ist, aber es muss nicht unbedingt immer negativ sein. Angst ist eine Emotion, genau gleich wie Freude oder Trauer oder und diese Emotion ist da, um uns zu helfen. In erster Linie ist die Angst dafür da, um uns vorsichtiger werden zu lassen, um uns vor Schaden zu bewahren. Die Mutter Natur hat es so sich zur Aufgabe gemacht, das einzelne Individuum durch die Angst so lange zu schützen, bis es sich, sagen wir ein bisschen salopp, das erste Mal fortgepflanzt hat. So weit geht diese Geschichte zurück. Und wenn wir diese Dinge kennen und verstehen, dann können wir auch lernen, damit umzugehen. Wie wirkt sich denn die Angst aus auf die Pferd-Mensch-Beziehung? Kann ein Mensch, der Angst hat, überhaupt noch ein Leader sein für das Pferd? Die Angst wirkt sich auf die Beziehung so aus, dass das Pferd natürlich sofort merkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Wir können Menschen immer hintergehen oder etwas vorspielen. Die Amerikaner sagen make it or fake it, aber beim Pferd funktioniert das nicht. Meistens wissen die Pferde vor den Menschen, dass der Mensch eigentlich Angst hat. Und unsere Pferde können nur so mutig sein, wie wir als Menschen sind. Und wenn wir in dieser Emotion Angst sind, dann übernimmt diese Angst unser Handeln und wir können nicht mehr ein Leader sein für unser Pferd. Ein Leader, der Angst hat, ist kein Leader mehr. Ein Leader, der vorsichtig ist, das ist eine andere Geschichte. Das funktioniert. Aber wenn wir wirklich in der Angst sind, wenn es um die Angst, ums Überleben geht, dann können wir kein Leader mehr sein. Wie ist denn die Angst beim Pferd zu verstehen? Ja, beim Pferd ist die Geschichte so ein bisschen anders. Das Pferd ist ein Fluchttier und seine Lebensaufgabe in der Wildnis besteht hauptsächlich darin zu überleben und sich fortzupflanzen. Und da ist die Angst natürlich immer da und ist ein wesentlicher Bestandteil davon, ob ich überlebe oder ob ich nicht überlebe. Oder ob das Pferd überlebt oder nicht überlebt. Und wenn wir jetzt eine Mensch-Pferd-Beziehung anschauen,
dann ist der Mensch das ultimative Raubtier und das Pferd das ultimative Fluchttier. Und wenn jetzt das ultimative Raubtier zum ultimativen Fluchttier geht und sagt, von heute an bin ich dein Chef, dann ist das natürlich immer ein bisschen eine schwierige Situation. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, Pferde sind natürliche Folger und suchen natürliche Führer. Und wenn sie nicht geführt sind, dann müssen sie selber führen. Und ihre Führungskriterien sind natürlich nicht immer unbedingt die gleichen wie die des Menschen. Und daher entstehen ganz oft schwierige Situationen. Was sind denn die Strategien für das Pferd mit Angst? Ja, die erste und ganz wichtige Strategie ist, dass wir verstehen, dass Pferde nur mutiger werden können, wenn sie anhalten dürfen oder zurück dürfen. Annäherung und Rückzug ist eine der ganz großen Strategien in der Pferdewelt, die die Pferde auch selber anwenden. Da kann man sehr gut beobachten, wenn man Pferde beobachtet, die sich frei bewegen und in schwierige Situationen kommen. Die zweite Geschichte ist, dass der Mensch lernt, sein Pferd besser zu verstehen. Dass er lernt, zu verstehen, wie ein Pferd denkt, fühlt, spielt und sich benimmt. Und das hilft ihm, ein besserer Leader zu werden und ein besserer Leader zu sein. Oder für das Pferd einen besseren Leader zu haben vor sich, hilft ihm auch mutiger zu werden. Die Strategie, um diese Angst zu überwinden, ist Annäherung und Rückzug. Wichtig dabei ist, dass wir so lange dranbleiben, uns annähern und zurückziehen, bis die Angst sich transformieren kann und schließlich verschwindet. Dies kann ein sehr langwieriger Prozess sein, der von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten dauern kann. Was kannst du mit dem Parelli-Programm Pferd-Mensch-Paaren anbieten, die Angst haben, um ihnen zu helfen? Ja, durch das Parelli-Programm können die Menschen lernen, bessere Leader für ihre Pferde zu werden. Und je besser oder je näher, dass sie an den Leader herankommen, den sich ihr Pferd wünschen würde, umso einfacher wird es, Unsicherheitssituationen zu überwinden oder Angstsituationen zu überwinden, und sie würden weniger und weniger werden, weil unser Leadership besser wird, haben es die Pferde auch ein bisschen einfacher, uns zu vertrauen.